Diablo war besiegt. Eine Zeit lang schien es, als würde Frieden herrschen. Doch es sollte nicht sein. Denn Diablos Essenz lebt im schwarzen Seelenstein weiter. Ich kann den Stein weder zerstören, noch kann ich zulassen, dass sein Übel in den Himmeln verweilt. Und deshalb muss er verborgen werden. Sogar vor den Engeln. Ich bete nur, dass es ausreichen wird. Ihr habt treu gedient, Horadrim. Eure Aufgabe hier ist erfüllt. Und ihr solltet alle... fliehen. Maltael. Wieso? Der Nephalem wird euch aufhalten. Niemand hält den Tod auf. Ich bin einer Blutspur in die Westmark gefolgt, deren Hauptstadt belagert wird. Engel durchkämmen die Straßen und töten alles und jeden. Nur warum? Ich werde den finsteren Zweck hinter dem Gemetzel ergründen und die Seelenernter aus der Westmark verbannen. Dem Königreich, das einst meine Heimat war. So, hi und herzlich bei Reaper of Souls. Hi und herzlich. Willkommen. Jetzt sind wir endlich da. Wir haben die Trailer gepackt. Irgendwie ist die Ansicht anders. Kann das sein? Wir sind weiter weg. Sind wir weiter weggezoomt? Okay, wir killen sie erstmal. Die sehen wir, ne? Maltael hat mich geschickt, euch zu finden. Maltael hat den schwarzen Seelenstein gestohlen. Ihr müsst mit mir kommen.
Die Menschen da unten leiden. Ich muss sofort etwas unternehmen. Aber ihr und Tyrael müsst zusammenarbeiten, um Maltael zu finden. Sagt Tyrael, dass wir uns in Westmark treffen. Geht. Kusch, kusch, kusch. Das schwöre ich. Ich mach den Ton ein wenig lauter von dem Dialogkrams. Sprachlautstärke. Das müssen wir alle hören. Ah, stopp, bevor ich jetzt weiter level und der für den Arsch ist. Ich hab doch von vor Diablo den noch gekriegt. Den erforschen wir schnell. Na, guck mal einer an. Lol. Lol. Der Mehrfachschussschaden geht weg. Aber der hat sowieso fast 10% Schaden mehr. Machen wir. Die Ansicht ist irgendwie komisch. Okay, das erste Legendary. Haben wir noch übertragen. Sie werden alle sterben. Keine Angst, ich bin da. Sie wird uns alle umbringen. Wow. Das Tor. Oh, ich war fast durch. Da haben sie gecheatet. Ich werde einen anderen Weg in die Stadt finden. Ich kann diese Leute nicht einfach sterben lassen. Kann ich euch die Kanalisation empfehlen? Nicht genug Hass. Kann ich euch die Kanalisation empfehlen? Nicht genug Hass. Ich optimiere noch ganz kurz. Machen wir so. So, weiter geht's. Action. Aber stopp, die Musik müssen wir auch aktivieren. Können wir nicht auch Diablo 2 Mucke auswählen? Ich glaube, das hatten sie angekündigt. Wir müssten auf Qual 1 spielen. Genau. Es ist okay. Es kommt mir zwar leicht vor jetzt. Für den neuen Akt. Aber es wird vielleicht, ne? Oh, wir können ja jetzt mocken. Wir können transmogrifizieren. Da muss ich zuerst den hässlichen Helm wegmachen. Wenn ich im Lager bin. Altes Lagerhaus von Westmark. Halt! Auf den Straßen ist es nicht sicher! Es ist das Ende der Welt! So viele wurden getötet und die Seelenernter sind überall! Gibt es Überlebende? General Thorion verteidigte eine Gruppe Flüchtlinge bei der alten Zakharum-Kathedrale. Doch wahrscheinlich sind sie alle bereits tot. Moment. Ihr seid die Dämonenjägerin, die die Bastion gerettet hat. Ihr werdet auch uns retten, nicht wahr? Ja. Ich gebe euch mein Wort. Ein Händler. Guck mal einer an. Meine Waren. Ich habe nur nettes pralle Gier, also guck ich, halte ich mal Ausschau. Sterben. Oh, das ist die weibliche Version. Ist sie wahnsinnig? Das waren Unschuldige. Definiert unschuldig. Die weibliche Version vom Altair oder Malachi. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ich fühle mich stärker. 61! Es ging schnell, ja? Auch Rache. Aber ich mag die neue Fähigkeit mal noch nicht lernen. Yeah! Das war nur ein Vorgeschmack. Aber sowas von. Vorgeschmack. Stopp.
Moment, waren wir da schon? Oder erkennen wir das nie? Jetzt müsste ich mal, ich möchte gar nicht wissen, wie ein Char, der vorher Tormund 6 hat fahren können, oder Qual 6, wie der, das ist ja Easy Mode, oder? Mein Hass ist nicht ausreichend. Verteidigt die Kathedrale! Schlag diese elenden Kreaturen zurück! Wow! Okay. Nicht genug Hass. Jetzt wollen sie es wissen. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Okay. Oh, wen haben wir da? Ah, da seid ihr. Na klar. Tyrael, weshalb greift Maltael die Stadt an? Er labt sich am Tod. Jedes Leben, das seine Seelenernter nehmen, macht ihn stärker. Jetzt, da das oberste Übel fort ist, hält Maltael den perfekten Zeitpunkt für gekommen, um den ewigen Konflikt zu beenden. Die Menschheit hat mit diesem Krieg doch nichts zu schaffen. Wir stammen von Dämonen und Engeln ab. Doch Maltael sieht in uns nur das Böse. Die Kathedrale! Alle Flüchtlinge befinden sich dort! Folgt mir! Aber das haben sie cool gemacht, gell, die Effekte, wie so mache ich mir auch eine Tür aufzuhalten. Es ist noch schlimmer, als ich befürchtet habe. Was ist das für ein Ding? Ja, ja, ja. Tötet Kissa da. Ah, oh, ey, jedes Mal schieße ich meinen Schiss irgendwo hin, wo sie dann noch mehr stehen. Ist nicht ausreichend. Oh yeah. Aber ist auch nicht so gut. Und die? Sperrfeuer 13%? Ne, ist auch nicht gut. Marquise-Rubin. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende unternehmen, um die Nephalem aufzuhalten, damit die Seelenernte nicht unterbrochen wird. Sie ist der Schlüssel zu Maltaels Sieg. Nicht mit mir. Wo ist Maltael? Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr in Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Können wir irgendwie herausfinden, warum er hinter ihm her war? Vielleicht. Als Maltael ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Tut, was ihr könnt. Ich werde die Stadt vor Maltaels Streitmacht retten. Ja, na klar, ich kümmere mich um den Bockmist hier. Gibt's da noch was? Oh, guck mal, da sind sie alle, die armen Drecks. Ah, ne, das sind nur Statuen, oder? Das sind jetzt Menschen. Man weiß es nicht. Ich glaube, das sind eher Menschen. So viele Statuen. Oh, da ist die Stadt! Was genau hat die Todesmaid in der Kathedrale getrieben? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltaels Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit zweien davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Bis ich sie zerstöre, dann werden sie ihm ausgehen. Möget ihr Linderung von... Okay, die einzige Quest, die totale Zerstörung von allem. Stöbern kostet nichts. Noch nicht. Super, Bro. Oh, jetzt kriegen wir endlich mal... Aber nee, Mehrfachschuss 9% mehr Schaden ist zu gut. Behalte ich die Alten. Oh mein Gott. Fuck. Fucking shit. Was haben wir da? Die Chronik, die Kane-Chronik. Ich habe nichts zum Entdecken. Dann können wir hier schon transmogrifizieren. Ihr möchtet wissen, wer die Schuld hat. So, jetzt kauft schon etwas. Die Sachen sind schwer. Sorry, Bro, ich hab dir nicht zugehört. Aber der mag mir jetzt nichts erzählen. Nee, ich glaube, die lerne ich erst später kennen. Warum? Die Transmogrifiziererin. Ach,
Jahren des Flehens ließ sich der Angiris-Rat endlich darauf ein, mich mit der Suche nach Maltair zu beauftragen. Ich werde nicht versagen, denn die Anwesenheit meines Meisters in den hohen Himmeln wird dringend benötigt. Da ihm Maltaels wachsende Faszination mit den Menschen aufgefallen war, riet Tyrael mir, in Sanctuario mit der Suche zu beginnen. Okay. Blendpulver! Oh mein Gott, was ein Riesenschwert! Das muss Aschkami sein. Oh mein Gott, sieht das geil aus, ne? Ah, was würde ich nicht alles für eine letzte Nacht mit Schnimm's mal mit, komm. Ich hab hier ein paar Bein. Nein, die doch nicht. Ich spreche von dir mit den wundervoll zarten Händen und den unglaublich harten Ohrfeigen. Oh, Marquis-Markt. Oh, da kann ich so viel neuen Krams sockeln. Nicht genug hast. So gute Sockel hatte ich ja gar nicht. Was haben wir da? Nehmen wir mal mit. Falls ich dann transmogrifizieren kann, muss ich genug Krams haben. Man kennt mich schon. Inventar immer voll. Was ist das? Da muss ich wohl aufpassen. Ich bin verwundet. Wir werden sterben. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Mit Glück habe ich genug Auslauf nach hinten. Ich brauche mehr Zeit. Oh, die Level scheiße viel lang. Guck mal, ich bin fast am Anfang jetzt wieder. Kinderspiel. Mein Hass ist nicht ausreichend. Okay, komm, wir gehen mal ins Herrenhaus. Eure Furcht verrät euch. Schnell, wir müssen meine Freunde retten. Oh, okay, ist das so ein Time-Run-Kram? Kommt schnell, Bros. Aber warum blickt es da noch? Ich war doch hier. Es ist alles Justinians Schuld. Und so jemand nennt sich König. Nicht genug Hass. Steckt. Okay, wo muss König ich noch? Justinian ist bestimmt bereits aus der Stadt geflohen. Es ist an der Zeit, dass das Volk sich auflehnt. Habt ihr den Verstand verloren? Die Stadt steht am Rande des Abgrunds. Aber dies ist die Gelegenheit, uns vom Joch des Königs zu befreien. Noch nicht bereit. Guck, das geht alles Automode. Einer ist noch da, aber der war doch da gar nicht mehr. Da war doch gar keiner. Na, wo bist du? Warum blinkt das hier? Hier drin? Nee. Ah! Da! Und der Severin versteckt sich in der Tür. Danke für eure Hilfe. Aber das ist noch nicht das Ende. Der König hat uns alle im Stich gelassen. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest dies. Sein privates Tagebuch. Und wie genau habt ihr das Tagebuch gefunden? Nun, sagen wir einfach, es stammt von jemandem, dem etwas an uns einfachen Leuten liegt. Ich bin so erschöpft. Warum musstest du von mir gehen, Bruder? Ich war nie dazu bestimmt, König zu sein. Der Adel droht mit Aufstand, um mich seinem Willen zu unterwerfen.
Sie werden mir die Unterstützung versagen, wenn ich die Bauern nicht klein halte. Meine Position ist hoffnungslos. Okay. Gucken wir noch in den Rüstungsständer und die Leichen und dann gehen wir wieder. Oh, es sind viele Leichen. Oh, sind es viele Leichen. Wir müssen immer noch den 10. Titel finden. Von dem es ja 2 gibt. Yay! Action! Das werdet ihr nicht überleben. Ich muss mal auch nach dem blauen Krams gucken. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht wirklich viel drüber gesehen. Ein bisschen was über Reaper of Souls. Ich weiß auch gar nicht, ob die blauen Items besser sind als meine. Überfallenes Haus. Nee, komm, wir suchen jetzt den Schwänztiegel. Ich muss jetzt nicht unbedingt jedes Sidequest machen. Mach ich vielleicht mit einem anderen Schaden, ne? Mein Hass ist nicht ausreichend. Ich verliere Kraft. Okay. Yay, Elite-Gegner. Elites. Oh, und what the fuck? War das ein Violette? Und ein Große. Sterb. Ich bin verwundet. Nein! Sterb. Das Spiel sieht interessant aus. Ich weiß noch nicht, ob es... Also der Content ist nicht wirklich groß fürs Expansion, für wenn man nur die Story spielt. Ob so langzeitmotivationsmäßig interessant ist, kann man jetzt noch gar nicht sagen. Ich warte immer noch. Ich bin verwundet. Mein Gott. Ich muss hier weg. Über die Schleimspur. Atem des Todes. Ah, ich kann es aber mitnehmen, dann kann ich's vercraften. Es gibt ein neues Crafting-Map-Kram. Genau. Hier. Die neuen Crafting-Maps. Ah, auch nicht hier nicht. Multishots for the win. 3 Millionen Multishots. Ich wette, dass die Ratten überlebt haben. Diese verdammten Biester überstehen einfach alles. Das war nur ein Vorgeschmack. Ich brauche mehr Hass, um das zu tun. Ich hoffe, ich bin auf dem richtigen Weg. Auf dem richtigen Dampfer. Oh, das ist böse. Todesmord, oder? Ich fühle mich gestärkt. Mein Schuft, den ich dabei habe, der fällt ständig um. Befriedigend. 62. Neue Runen für Rache? Handmesser. Okay, jetzt bekomme ich schon noch Runen für die neue Fähigkeit. Vielleicht teste ich sie später einfach ein bisschen.
Guck mal, wie viele Häuser es da gibt. Ich glaube wirklich, du kannst echt viel Zeit verbringen mit dem Akt 5, wenn du alles machst. Ich fühle mich gestärkt. Das ist 100% die falsche Richtung. Oder? Ah, nee, ist es nicht. Nicht genug Hass. Ich hab's gepackt. Okay, lass uns durchgehen. Der eine Skelette hier wird keinem gefährlich. Die Gildeon-Gasse. Ich konnte Maltail in Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Zu viele. Sie morden, sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder an Hunger sterben. Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen. Und sie wählen zumeist das Letztere. Diese Todesmaid kontrolliert den Seelentiegel. Doch nicht mehr lange. Nein. Da werdet ihr recht haben. Wir sind da. Lass den los, den Tiegel! Zu fressen. Wow. Ja? Er ist fast gestorben. Ne? Ich bin verwundet. Oh mein Gott. Ich glaube, die Kaste weiß ich nicht. Der komische Seelentiegel, der ist dran schön. Ich muss den Kram aber zerstören. Ich bin verwundet. Das kann ich leider nicht tun. Oh, zaubert ja nichts auf mich, Bros. Ihr habt die euch überkommende Finsternis selbst zu verantworten, Sterbliche. Oh mein Gott. Jetzt kämpft auch nur die mit. Okay, Heiltränke werden. Mein Hass ist nicht ausreichend. Oh mein Gott! Geh weg! Ich bin verwundet! Ich muss noch ein wenig länger warten. Oh mein Gott, was ein Gekeide. Das kommt mal vor wie Jäger in UBS. In WoW. Ich brauche meine Rache. Ich brauche mehr Zeit. Das ist schon ein bisschen Schaden auf die Alten, ne? Meine Kraft ist zurückgekehrt. Komm, stirb, stirb! Der Atem des Todes. Und die Pike. Durchsucht den Haufen ineinander verschlungener Leichen. Danke. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet, um mich zu retten. Woher wisst ihr das? Ich bin Myriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Doch nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentiegel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Okay, die kommt mit mir. Geht zum Wilddornfriedhof. Maltail, er beobachtet euch. Die Menschheit widerte mich zunehmend an, während ich ins Sanctuario weilte.
Als ich Maltael schließlich ausfindig gemacht hatte, war ich... Ihr müsst euch zur Enklave der Überlebenden aufmachen. Maltaels Seelenernter sind überall. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Und nachdem ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können, sagen wir einfach, dass ich die Zerstörung des letzten Seelentiegels mit eigenen Augen sehen muss, wenn ich jemals wieder ruhig schlafen möchte. Ich brauche mehr Hass, komm halt um mit. Das zu tun. Solange sie mich nicht aufhält. Oh mein Gott, ein Skeletthund. Grab, Robert, Grab. Ich sehe, dass ihr euch... Das sieht vielversprechend aus. Haltet die Augen offen. Wenn ich gefressen werde, mache ich euch dafür verantwortlich. Mist. Okay. Nichts. Ich muss einfach nur die Wellen töten. Zwei Wellen sind's. Eine habe ich schon down. Jawohl. Das ist für ein Event. Mist. Nichts. Ach, da kommt noch mehr. Oh nein, ich bin geliefert. Guck mal, der ist schon fast tot. Der Krabbentuff. Ich habe es im Gefühl. Ah, und ein Markisesmarkt. Der Markise. Stopp, jetzt kann ich schon quatschen wieder. Danke, dass ihr mich beschützt habt. Hier ist euer Anteil. Ich suche mir jetzt die nächstbeste verlassene Taverne. Dankeschön. Und wir haben schon wieder ein Dreiviertel-Level. Ist das ist unglaublich. Also es beweist schon, wie schnell man den Akt eigentlich durchmachen kann. Ne? Schätze ich es einfach mal. Das steht, das ist so ein Prädikat dafür. Spürt meinen Zorn. Ich habe noch gar nicht so viele Elite-Packs gefunden, also von den blauen oder so. Sehr verwunderlich. Aber vielleicht kommt es auf 70 dann. Es gibt vieles, worüber ihr euch freuen könnt. Wir haben keine Zeit für eure Späße. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Oh nein, Schleck! Diablo! Es regnet unendlich Pfeile. Nein. DC.